So, andere Zone auswählen. Nee, aber Vollgas. Ja, wir haben jede Menge Zun. 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 Oh, nackte Leute. Hab ich gesehen. Oh. Xerxes Xeno. Alliteration war nicht so der ihr Ding. Es hat sich noch kein Konsument beklagt. Sie sind alle tot. Oh. Das ist schlecht fürs Geschäft. Vorsichtig vorgehen, X1 Alpha. Vor Ort wimmelt es nur so von automatischen Verteidigungsanlagen, schweren Waffen und Drogenabhängigen. Zukunft. Was gibt es noch? Ach ja, dein Ziel ist die automatisierte Produktionsanlage für Extreme Z. Xenos ganze Stolz. Jeder notwendige Einsatz. War sehr kreativ, was die Namen angeht. Oh, diesmal ist es 7X. Oha! Guck mal, haben wir neue Waffen? Ja, Flammenwerfer. Und das was? Wie? Konkussionsstrahl. Der Gesundheit. Genau, genau. Konkurrenzstrahl. Der auch. So. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge Waffen. Ja, ja, ich glaube, du machst zwei. Flammenwerfer. Nee, ich möchte keinen Flammenwerfer. Aber dann nehme ich den Flammenwerfer. Ja, nimm du den Flammenwerfer, dann ich nehme den Konkurrenzstrahl. Okay, dann nimm den Konkurrenzstrahl, ich bleib mal beim Rest. Genau, genau. Bloß nicht die Strahlen kreuzen. Ne? Weiß ich nicht. Also, das ist ja auch passiert. Ich glaube, das ist nie so geil. So, da haut schon der erste ab. Aha, halt! Oh, schon wieder versucht, mit dem Digipad zu spielen. Analog Six. Du spielst mit dem Digipad. Andersrum. Oh, war das? Entschuldigung, Notwehr. Ja, ja, das ist, das gehört dazu. Hoppala. Oh, meinst du, wir müssen hier abfahren? Sind wir schon da? Ist nee, das der Strand? Sicher? Nee. Okay, gut, dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Ja, ja. Wir können nicht weiter. Ah, das ist halt eben so. Ne? In der Zukunft liegen halt auch immer irgendwelche brennenden Klötze auf den Straßen. Kack auf rote Ampel. Ja, echt mal. Wir legen einfach was Brennendes in den Weg. Ja. Oder machen wir Kreisverkehr hin. Ja, das geht auch. So, komm. Schön zu Fuß an den Strand. Ich habe gar kein Bikini für meinen Mac an. Meine Güte, du hast doch gar keine Strandfigur heute. Boah, hast du das gerade nicht gesagt? Ey, nee, da will ich nicht. Boah, da guck ich mir das Bild hier so lange an. Da ist keine Strandfigur. Oh, guck mal, es ist ein herrliches Bild. Klasse. Hat so viele Pixel. Keine Strandfigur. Ja, hallo? Du hast so viele Donuts gegessen im letzten Winter. Ich noch mehr. Ich habe kaum Rost eingesetzt. Mach mal den Turm kaputt. Mit deinem Konkurrenzstrahl. Aber ich sag mal, mit einmal WD-40, da klappt das auch wieder, ne? Dann hast du auch wieder den Strandfigur. Nach WD-40 und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Genau. Ich komm da oben nicht ran. Was ist denn da los hier? Da, ich komm da nicht ran. Muss man erstmal wieder nachhelfen. Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Mit Zombies. Was ist denn hier los? Achso, ich habe ja einen Flammenwerfer. Ja, du hast einen Flammenwerfer, genau. Ui. Ja, den Pipi-Flammenwerfer. Ist aber schön, was du da machst. Ein bisschen, ja. Also, ne, also, kann sich echt sehen lassen. Wo muss man? Ich sehe mich doch nicht. Das ist ein Ordnungseinsatz Seitenkamera. Das weiß ich nicht. Wie spielt man denn das Spiel bitte so? Bedenkt sich so die Kameraperspektive bitte aus. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, du siehst ja dann erst recht nichts in dieser Kamera, weil du ja die Kamera auch nicht drehen kannst oder so. Und da ist ein Flamingo, ein tanzender Flamingo. Jetzt habe ich die aber auch gewechselt. Was soll denn der Scheiß? Was schießt denn? Könntet ihr? Hallo? Hast du jetzt gerade meine Kamera gewechselt? Nein. Eigentlich nicht, nein. Ich bin noch damit beschäftigt, hier Dinge von oben runter zu schießen. Kann das sein, dass die Kamera auch irgendwann von der Seite immer mal von alleine wechselt? Ja, sie hat gerade gewechselt. Das war ja gerade mein Problem. So. Meine Güte, geh mal runter, du blödes Scheißding. Junge. Fadi ist gerade sauer. Okay, ich nehme also nachher auf jeden Fall nicht. Aua! Nochmal den Flammenwerfer. Was wird denn das hier? Ja, sobald du hier auf diesen Parkplatz kommst, wechselt die Kamera. Das ist auch geil. So, weg da. So. Ja, was ist denn hier? Wo kommen die denn alle her? Von links. Ah ja. So. Und hier kriegst du mal so einen fetten Günther von Ransen. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal weitergehen. Ich befürchte, die kommen die ganze Zeit. Das ist eine gute Idee. Ich gehe mal hier so ein bisschen durch die. Naja, der grüne Pfeil markiert ja, wo meine Innenstadt. Ja. Schön nach Bikini City. Eindeutig. Nimm mich mit. Ich habe keine Ahnung, wo du das Auto geparkt hast. Ich habe hier eine Palme hingestellt. Ah, okay. Die Palme markiert das Ziel. Genau. Hier stehen sogar noch mehr. Mach mal lieber eher das Türmchen kaputt hier. Gute Gummipalmen hier. Geh mal weg da. Blöder. Toll. Ich glaube, ich habe gerade irgendwo Sinn. Okay, da scheint es hier eine Turbine zu geben. Ich habe eine Turbine kaputt gemacht. Das ist gut. Ich glaube, das muss so. Hä? Ja. Okay, du hast auf jeden Fall. Ich habe Muni gefunden, ja. Aber ich habe hier auch einen Riss im Zeitkontinuum gefunden, wo man reinfallen kann. Gefährlich. Hier ist eine Mauer. Mauer. Ist ein bisschen dunkel. Ich hab Steine kaputt gemacht und er sagt,
Ich habe die Energieversorgung. Ich wusste gar nicht, Zukunft kriegt die Energie aus Steinen. Ja, ja, das ist, kennst du das nicht hier, die Energiesteine? Nein. Das sind hier diese Dinger, die hier irgendwelche, weiß ich nicht, Okkultisten und sowas benutzen. Sie hier haben keine Fluggenehmigung. Ja, ich habe hier einen Eingang gefunden. Wollen wir da mal reingehen? Weiß ich noch nicht. Bestimmt schon wieder. Mir ist nicht schlecht, ich habe nirgendwo durchgebrochen. Ja. Ach, das ist auch toll. Oh, hier ist wieder der Tanz der Flamingo. Ja. Ah, Hilfe! Was machst du denn schon wieder da? Ja, siehst du doch hier, das Polen offen, ey! Weiß ich nicht. Wir haben wieder eine Lieferung Panzerung gekriegt hier. Meine Fresse, ey. Geht jetzt mal gut hier. Feierabend. Junge. Oh. Hier ist echt Achterbahn, ey. Was sind die aus Levelbegrenzung gebaut? Das ist ja schrecklich hier. Puff! Aua. Uiuiui. Wenn die Reflexe schon längst kaputt sind. Ja. Reflexe wie Eichhörnchen. In der Nacht, wenn es donnert. Ist eine Mörsergranate. Aber ich sag mal hier, diese Konkurrenzwaffe ist nicht schlecht. Also kann ich auch nur nahelegen. Muss ich mal gucken, wenn du mit der schießt, wie die aussieht. Na hier. Nee. Piu. Ah, okay. Oh, hier haben wir eh mal Energie. Ich nehme mal. Achso, nee, wir haben. Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme einfach mal. Nimm mit. Kann. Viel, sonst wird's nur schlecht. Ja, viel. Was ist denn das hier? Hier ist auf jeden Fall noch so ein Panzer. Ah. Gewesen. Panzer gewesen. Ja, und ich glaube, hier geht's irgendwo. So, weiß nicht. Ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich hier hoch irgendwo und diese Dinger da. Ich such dich erst. Mal. Hier geht's rein, guck mal. Oh, ah, oh. Eine Falle. Ah. Super. Warum bin ich jetzt auf einmal hier drin? Solarmodul in der Zukunft. Wow. Aber. Wieso bin ich jetzt hier drin? Ganz schön laut hier. Da hat wohl einer vergessen, die Mikrowelle auszumachen. Ja. Oh, ich gehe ja wieder raus, ich habe da keine Lust zu. Nee, geht ja gar nicht. Geht nicht, wir müssen hier irgendwie. Ins Boxen. Geht nicht nur. Ach, scheiße. Wir müssen die ganzen Hoshis hier wegräumen. Ich würde vor allen Dingen gerne wissen, wo die ganzen lustigen Kugeln herkommen. Von oben. Danke. Ja, ist ja so. Aber. Kann man das kaputt machen da oben? Hier, guck mal, das sind so Türme, die müssen wir kaputt schmeißen. Ich sehe nichts, außer rosa sehe ich ja nichts. Ja, da, genau dieser. Aha. So, ich habe kaputt geschossen. Das ist super. Und so. Aber, ja. Verdammt, ich bin durchgefallen. Hast du Durchfall gekriegt? Nein, ich bin durchgefallen. Ekelhaft. Ist das jetzt wichtig? Ob du Durchfall gekriegt hast, das weiß ich nicht. Nein, da blinkt ein großer roter Punkt. Ich glaube, sag mal so, was ist, was du draus machst? Hallo. So, ach, bam. Oh, das war nett. Was ist denn das hier? Ein großer runder Schuhkarton. Ein großer roter oder ein großer runder? Großer runter. Da oben hier, da wo ich hingucke, ist übrigens noch was. Ja, ich. Nee, hier, so. Ach, da. An der Seite. Ja, 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 ja. Ich hab's gesehen. Ich ein Pfund Munition. kann ich gerne mal Pfund gehacktes und Packung Munition bekommen, oder? Ja, 60 Kilo bitte. So. Wie komme ich jetzt? Das weiß ich noch nicht. Ach, da ist noch. Ich hab's da, wo es reinging, gehst du wieder rein. Ich bin rausgekommen. Jetzt alles komisch gemalt. So. Da haben wir das. Guck mal, da ist ein großer roter Punkt auf meinem Kopf. So, jetzt vorsichtig. Nicht wieder durchfallen. Ach, nee, kein Durchfall kriegen. Das ist nicht immer so komisch. Ich bin ein Athletik- und Yoga-Kämpfer. Ja. Auf jeden Fall, ey. Das sieht schon sehr grazil aus, was du da machst. Grazil wie eine Bergschnecke. Ja, zwei. Links oder rechts? Oben. Ach, da. Das ist, glaube ich, scheißegal, wo du lang gehst. Du kommst immer ans Ziel. Was ist denn hier los? Ist voll Krieg, ey. Hast du doch gehört, das sind diese wunderbaren Zombies, von denen sie geredet Zombies. Haben. Notwehr, deswegen bluten die auch grün. Ja, ganz ehrlich, habe ich nicht zugehört, was sie gesagt hat. Nicht so viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Oh, die haben auch einen Flammenwerfer. Brenne ich euch weg. Achso, wir sollten ja nicht so weit voneinander wegstehen. Ich komme mal ein Stück zurück. Ah, schon herrlich hier mit dem grünen Blut, muss man wirklich sagen. Wie früher. Ja. Könntest du bitte aufhören, mich anzuflammenwerfern, sonst hole ich die Rakete raus. Echt mal. Zeig dir mal, wo ein Flammenwerfer hängt. Wo ist Finger? In deinem Gesicht, nein. So, kann ich hier das mal aufnehmen? Wie wär's denn jetzt? Spezial-Upgrade-Waffen. Oh, ich nehme nachher auch wieder die andere Waffe, ey. So, hier haben wir doch irgendwas. Was bist du denn? Sieht aus wie ein Knopf. Ja, warte, ich zermörser hier noch fix was. Ja, immer drauf mörsern. Wir haben's verdient. So, gehst du mal... Hallo, geh kaputt. Ich habe Leistungsschalter 1 deaktiviert, mein Captain. Sehr gut. Was auch immer das heißt. Hier ist Leistungsschalter Nummer 2. Achso, darf ich jetzt Feierabend machen? Ich habe meine Nee, wir müssen, glaube ich, noch so 1-12 von den Dingern. Guck mal, alles, was da oben ist, so diese gelben Dreiecke. Ne, die gelben Dreiecke sind, glaube ich, hier hinter. Wir brauchen jetzt das andere. Nee, also die gelben Dreiecke sind ja hier Upgrades, wie es aussieht. Oh, das sah schön aus. Nimm mal mit, genau. Guck mal, hier so grün blinkender Punkt. Ah, da. Nochmal.
Leistungsschalter. Jetzt kriegen wir auch noch Leistungsbewertung oder was? Ja, sowas wie bei Sport. Oh, scheiße, ich habe die Palme kaputt gemacht. Oh nein, nicht die Palme. Oh Gott. Oh Gott. Warum? Oh Gott. Nein. Doch, ich habe. Oh, scheiße, ich habe noch einen. Oh nein, ich habe. Oh. Mit dir kann man auch nirgends hingehen. Nee, echt mal. Echt unglaublich. Oh. So. Oh, okay. Das hat jetzt hier schon aufgepuppelt. Oh, nee, da kommen wir nicht durch. Brauchen wir noch einen vierten Leistungsschalter? Wahrscheinlich. Ich habe eine Fahne. Nee, ist kein. Ach, das riecht hier so. Hey. Ja, okay. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie rein. Aber irgendwie. Ich laufe einfach mal den grünen Pfeil. Ja, das dachte ich mir auch gerade so. So. Und nun? Jetzt ist der grüne Pfeil fort. Das heißt, hier muss dann Leistungsschalter. Ach, hier. Brot sein. Brot? Halt, hier. Welchen grünen Pfeil folgst du dem? Den grünen Pfeil oben auf der Karte oder? Nee, der grüne Pfeil, der mir da unten angezeigt wird. Das bin ich, wenn ich zu weit von dir weg bin, damit wir uns wiederfinden. Das ist gut zu wissen. So nach dem Motto: I love you, you love me, love mal zusammen, verloben wir uns nie. Ja. Weil siehst du, ich komme hier rein, stimmt. Entgegen jetzt. Und dann wird er nämlich jetzt. Das ist richtig. Das ist richtig. Was? Leistungsbewertung? Ich würde ja sagen, ich war stets bemüht, auf jeden Fall. Was waren stets bemüht? Nochmal eine 5? Ja. Bei mir kommt wahrscheinlich nur so: Danke, dass du teilgenommen hast. Oh, hummel dich, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es noch nicht. So zerfummle erst. Also, bisher haben wir unseren Job ja schon mal ganz gut gemacht. Ja. Guck mal. Nee. Das war hergekommen. Ach, scheiße, sind wir hergekommen. Aber eventuell haben wir. Vielleicht hier hinten lang. Mach doch mal die Karte auf. Ich mach mal die Karte. Ich drücke mal auf die Karte. Guck mal, da ist ein großes rotes Dreieck mit einem Farbverlauf drauf. Vielleicht ist das unser Ziel. Hier ist noch ein grünes Dreieckchen. Wie wär's denn damit? Das ist die Frage, wer ist B jetzt? Nein, das bin ich. Also der da bin ich, weil ich da gerade hingelatscht bin. Und guck mal, du stehst auf diesem Gitterrost. Ach so. Ich würde sagen, das bist du. Guck mal. Ich latsch mal dahin. Guck mal. Ich beobachte das Ganze. Leistungsschalter. Ah, die Kaserne ist abgeriegelt, nee, entriegelt. Ganz aufgeriegelt, dass er aufgeriegelt ist. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich warte jetzt hier auf dich. Ja, ich bin jetzt hier beim Kaserntor. Ja, ich auch. Da können wir nämlich zusammen kasernieren. Hä? Was? Ach da, hier stehst du. Brauchen dann bei Gelegenheit aber vielleicht noch mit ein bisschen Büffelleben. Büffelleben? Ja. Ja, hoffen wir mal, dass es am Ende eine Teilnahmeurkunde gibt. Das wäre schon nicht verkehrt. Bitte. Ich möchte. Ja. Ah, hier. Hier. Gucken wir mal, nein. Ist nur Muni drin. Also. Nee, hier einmal Leben haben wir auch. Ah, hab ich. Nee, das ist kein Leben. Aber hier. Ach, doch. Da. Ah, schön. Nimm du die Muni? Ja, alles gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass mal hier Jochens. Ich sehe halt absolut nichts. Deswegen weiß ich auch nicht, wo Jochens Flugabwehr ist. Ah. Komm her, du. Du Hammel. Ich schmeiß dir was vor den Pelz, du Affe. Ja, indem wir die Tür aufmachen. Meine Güte, fahr doch nicht so blöd. So. Weißt du, und sowas will beim LAPD arbeiten. Naja, die sieht doch nichts. Mann, ey. Stell dir mal mit vor, solchen Kollegen müssen wir hier zusammenarbeiten. Stell dir mal vor, die hat genauso die gleiche Kamera wie die Leute aus dem Stream. Da würde ich auch nicht wissen, wo nix bei Pixelmatch vorbei. Hey, genau. Den da. Der große. Mhm. Große Pixelhaufen. So. Komm ich nicht rüber. Was ist denn nur? Hier schmeißt noch so Günther. So, vor allem, wieso hast du so viele rote Punkte bei dir auf der Karte und ich gar keine? Hä? Du meinst eher umgekehrt. Nee. Du hast die vielen roten Punkte, ich hab keine. So, okay. Hier schießt doch noch einer. Beschießen. Was ist denn hier los, ey? So. Du bist ja Spast. Also ich glaube. Naja, hat er schon gesagt, der kommt nicht raus. Jetzt müssen wir die Tür hier. Guck mal, hier ist eine Treppe gefunden. Geht's noch? Aha. Wo ist denn der Spaten? Der ist da hinter der Tür. Ups. Wir müssen jetzt irgendwie da wieder. Ach, da ist er. Boah, ey, hörst du jetzt mal auf, Günther? Feierabend hier. Super, jetzt kommen die Panzer. Ja, super. Uns, wir sind. Warum hat er ausgerechnet diesen pseudo-deutschen Dialekt? Unsere Panzer werden dich zermalmen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Es muss wahrscheinlich so sein. Vielleicht ist das so ein Pseudo-Hitler oder so. Weiß ja nicht. Es klingt ja so ein bisschen. Ja. Entschuldigung, guck mal. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Weiß ich nicht. Ha, die Tür ist auf. Die Tür ist offen? Wunderbar. Dann gehen wir mal rein. Nein zu. Was ist hier eigentlich, das für ein gelbes nochmal? Ist da noch was drin? Irgendwo? Ach hier. Willst du die haben oder? Nö, hier habe ich im schlimmsten Fall vielleicht noch mein eigenes Gelb, aber irgendwie.
So, ich komme jetzt mal zu dir. Ich helfe dir da mal ein bisschen. Mach mal. Bin schon da. Hier noch. Guck an. Ist denn das hier schön? Oh, herrlich. Ja, haben wir dann später noch Leben, falls was. Grillstation. Hast du was zum Grillen mitgebracht? Nee. Ach Mann, ey. Echt, jetzt müssen wir das jetzt hier so timen, oder was? Ja. Das tut weh. Wenn du da vorne stehst, ne? Wolltest du nur mal gesagt haben? Ja. Ach so. Ich geh mal hier durch. Mach mal. Also zum einen, das tut übrigens weh, wenn man da in der Hitze steht. Ja, ich weiß. Das ist ja gut. Ich hab das gemerkt. Ich hol mal. Was machst du denn schon wieder? Oh. Ich hab hier eine Radarschüssel gefunden, eine Farbe. Du bist schon wieder hingelaufen. Andere Richtung. Hier gibt's eine andere Richtung? Ja. Das. So, Radarschüssel ist beiseite. Hier gibt's jetzt. Hä? Ich hab keine Ahnung, wo du hin bist. Ja, genau, da bin ich rein. Ja, hier bin ich. Es war ganz schön heiß gerade. Hier bin ich. Okay. Ich glaube, wir müssen hier hinunter. Ah, hier stehen so herrliche Panzerchen. Ah, oh, freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, na, gehen wir runter. Na, dann gehen wir halt runter. Aber die machen nichts. Na, noch nicht. Im Schlafmodus. Mhm. Ey, Kameraführung from hell. So ein bisschen. Ja. Okay. Geht's da rein? Ich glaube. Ja! Ah! Ach, wir sind am Ziel. Gut, sehr schön. Au! Ja, geh mal weg hier, du liegendes MG. Wir sollen alles kaputt machen, hast du gehört? Jawohl! Können wir machen. Kaputt machen kann ich. Zerstören! Trümmer. Ich mal auf da in der Mitte hier, ein blöder Kasten. So, jetzt ist hier Achterbahn, ey. Komm, ich schmeiß dir nochmal so einen Mörser vom Pelz. Ist jetzt Feierabend. Bestimmt. Das war der gerade der Sprecher von You Don't Know Jack. Geil. Aber was hat er denn? Flieges Türmchen. Schön. Ach, man hätte auch hier noch gekonnt. Ach, schön. Ja. Ah, du bist schon hier oben. Ja. Ich hau hier schon gegen das fliegende Barbie-Haus. Ach so. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ah, da. Das fliegende Barbie-Haus steckt ganz schön was. Wieder. Das hast du es kaputt gemacht. Okay. Code 4. Also, ich glaube, Code 4 steht für angriffslustige Gebäude. Angriffslustig? Ja, vor das Planetarium. Jetzt hier das fliegende Barbie-Haus. Das stimmt. Und erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 7, wo du auch gegen dieses komische Haus da gekämpft hast. Scheiße. Das ist ein Regen. Was für ein Anblick. Wir haben jetzt schon 55 Minuten verbraucht, ne? Und haben gerade mal 2 Missionen. Naja, ich weiß nicht, wie viele Missionen gibt es. Ich habe auch keine Ahnung. Müssen wir mal die Karte zählen? Ja, ich kann aber nicht zählen. 2, 4, 6, 8, 10 Stück haben wir noch. Siehste? Nee, da drüben 12. Ah, ich speichere mal, ne? Mach mal. Wir können es auch richtig oldschool machen, wirklich den Code immer abschreiben. Das wird beim nächsten Mal richtig toll. Das kann doch kein Schwein wieder lesen. Zone 2. So, habe ich gespeichert. Ich speichere nochmal auf Zone 2. viel. Wir haben überhaupt Spielregeln. Spielregeln? Kann man doch noch was Cooles machen? Da kannst du das Spiel regeln. Ach nein, dann erklären die dir die Spielregeln nochmal. Ja. Kannst du das Tutorial wird es einfach gewesen.